Herzlich willkommen zurück zu Redfall. Letzte Folge haben wir das ganze Spiel begonnen und sind jetzt in der Feuerwache und machen die nächste Mission. So. Wählt man hier aus und dann geht man anscheinend. Hab ich das verstanden? Wohin? Ja, ist in der Open World. Let's go. Wenn die Redfall Card selbst finden, ist diesen gelangt. Okay, haben die ganz offen eine. Ah, schnell reisen kann man zu dem Unterschlupf oder Gedenktafel. Okay. Ah ja. Gut, Sonne näher ist keine gute Idee. What the? Oh Gott, vielleicht gibt es Überlebende. Schauen wir nach. Ihr seid Kinder, die nach mir schreien. Nö, bin eigentlich erwachsen. Ich brauche euch hier. Kann dieser Hollow Man eigentlich mal still sein? Und ihr braucht mich. Seid ihr nur Missglaube? Ich habe euch vom Himmel geholt. Was zum Teufel war das? Der Hollow Man? Ich bin. Klingt ja fast wie in einem Horrorfilm. Man. Aber. Oh, wir sind ja in einem. Der wie so ein Mischgel-Superheld. In der Nähe seiner Freunde zu bleiben, verschafft die Gameplay-Vorteile auf Basis Vertrauens, das zwischen euch entstanden ist. Gemeinsam Abschluss von Missionen, das Überleben tödlicher Begegnungen und die gegenseitige Unterstützung erhöhen das Vertrauen. Großes Vertrauen schaltet zu mehr Dialoge zwischen den Helden frei, wenn sie sich besser kennenlernen. Kannst du etwa auf mehreren Wegen erkunden, zu den abgeschützten Hubschraubern, biete ich den indirekten Weg an. Auf der Karte kannst du eigene Markierungen setzen. Damit kannst du auch einfach Orientierungspunkten folgen. Die östliche Straße findest du zunächst Gedenktafel, die du als Schnellreise und Respawnpunkt nutzen kannst. Okay. Hey, hier kann ich dich nicht beschützen. Du bist auf dich gestellt. Ich hätte eh nie erwartet, dass jemand wie du jemanden wie mich beschützt. Okay. Das heißt... Jetzt bin ich aber traurig. Wir sind am Anfang noch nicht so gut, auch nein zu sprechen. Das ändert sich erst, wenn wir mehr Sachen... Willst du Tisch benutzen? Kann ich machen, ja. Soll ich? Dann mach mal, ja. He's opening. Boah, Signalpistole. Feuersalz, schade, bei Zeit nicht vermutbare Vampire. Also das ist quasi der Ersatz für den Flock. Gut. Hä? Verbindung fehlgeschlagen. Geil. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht, der Server ist eingestürzt. Was ich befürchtet habe, dass heute noch öfter passieren wird. Ich habe dich wieder eingeladen. Ja. Wenn dir sowas öfter vorkommt, schneide ich das raus. Aber jetzt erstmal lass es drin, weil ich... Wir wollen ja auch mal zeigen, was hier nicht stimmt. Wir wollen ja nicht mal die schönen Seiten des Spiels zeigen. Also es ist mehr ärgerlich, wenn es jetzt öfter passiert. Karl, heute ist Release Day, dann heißt es wieder, ja, warum spielt ihr auch an Release Day, aber... Ist dann eigentlich Schnauze halten. Heute ist 2023, ich erwarte eigentlich schon teilweise, zumindest, auch wenn es leider nicht so ist, dass die Spiele spielbar sind am ersten Tag. War früher halt so, aber leider nicht mehr. Wir haben Urlaub, heute kann das Spiel raus, heute nutzen wir das aus. Ich hab keinen Bock, da jetzt noch ein Jahr zu warten, bis ich das erste Mal spiele. Wobei ja. Es dann vielleicht besser läuft. Was halt in unserer, ja, sein muss. Aber was halt in unseren Händen nicht liegt, Fabi, können wir nichts machen, weil der Server jetzt 10-mal hintereinander zusammenbricht und nicht mehr weiterspielen können. Dann entscheiden wir das ja leider nicht. Ja, klar. Aber das finde ich halt scheiße. Wenn nicht mal gescheiten Server, obwohl sie befestigt sind, Microsoft jetzt sie übernommen hat, nicht mal gescheite Server haben. Alles andere kann man ja, wenn man nett ist, noch hinwegsehen. Okay, was einmal offen war, bleibt offen. Mal ganz kurz Cut machen. Können wir da. Mhm. So, also Hubschraubern sollen wir, okay. Die Frage ist halt, wie wir jetzt vorgehen wollen. Wollen wir Richtung immer Quests laufen und da das erkunden, was auf dem Weg liegt, oder? Ja, ich würde sagen, halt gerade am Anfang mache ich halt eigentlich ungern Open-World-Erkundung, weil die Hälfte der Sachen haben wir eh noch nicht freigeschaltet. Wir müssen uns sammeln. Und deswegen würde ich jetzt erstmal gerade jetzt am Anfang nochmal ein bisschen Story machen. Nice. Okay.
weiß ja nicht, wie gesagt, wie es jetzt hier Level unterteilt ist. Habe ich jetzt noch nichts gefunden gesehen. Steht jetzt nicht, welches Level das hier irgendwie, oder wie die Schwierigkeit das wäre. Deswegen. Boah, mal gucken. Ja, Dito. Gedenktafel. Die gibt's überall in der Stadt. Unter der Dammanlage. Hecken. Für das brauchen wir ein Verkabelungskit. Okay. Alter. Feuerwerk über Hydro. Okay. Kannst auch betreiben. Wie weit können wir uns jetzt da schnell rein? Club JT Heights. Okay, das Rote sollen wir nicht, Jesus. Also bleiben wir da mal dabei. Ja. Was sind da schön die Kofferraum auf? Sieht hier nicht so nett aus. Okay, alles was rot leuchtet, kann man gegen die Zombies benutzen. Was denn? Was sollen wir die schönen Kofferräume auf? So war jetzt nur eine, oder nicht? Hab keine Angst, 1. Band 1. Wenn du nur die Blut kennen würdest. Das ist eine Vampirin. Ich glaube, die kannst du mit Stealth vergessen. Glaube ich auch, ja. Oder kann ich die Stealth flocken? Das könnte man natürlich auch probieren. Ja, das funktioniert nicht. Kannst du vergessen. Hat die dich entdeckt oder hast du die geschlagen? Ich habe geschlagen, aber war crouched. Das hätte bei den anderen jetzt zu viel gesorgt. Hier ist es egal. Okay. Also ich glaube... Keine Vampire mehr. Was dem Spiel halt fehlt, das habe ich direkt bei den ersten Minuten gemerkt, dass so ein Finish, ein Kill, also einfach einen Move, weißt du, so eine Animation, wo du einfach zack, zack machst, wird ja lang. Weil es ist nicht mehr so eindeutig, ob du den Stealth killst, kannst oder nicht. Weißt du, so bei Far Cry halt so ein Kill. Ja. So haust du dem halt einfach kurz und hoffst, dass es jetzt durchgeht. Also das Spiel jetzt sagt, das ist ein Stealth Kill. Ich habe auch noch keinen, noch nicht entdeckt, dass sie jetzt irgendwie Level über den Kopf hätten und so. Bisher hat alles, was irgendwie nur... Also die Waffen hatten jetzt halt unterschiedliche Verbesserungen, aber ich habe jetzt nicht gemerkt, dass die Gegner unterschiedliche Level hätten. Weißt du, so wie bei einem anderen Loot-Shooter. Ja, ja. Oh, blaue Pistole. Und Fernklaps. Ein Glas mit 50 Geld.
Ah, hier kommen wir hoch. Ah, weil ich kann nochmal den Rahmen schicken. Mach dich ja, dafür bist du da. Die ganze Zeit vergessen. Ich bringe nur meine Fähigkeitspunkte im Kampf raus, wenn sie uns abballern. Ja. Ich hätte schwören können. Komm raus! Willst du nicht was Besseres werden? Keiner da. Also. Dieser rote Nebel sieht übel aus. Besser fernbleiben. Das sieht nicht gesund aus. Okay. Ich glaube, ich selbst ist dem. Ich bin nicht 100% gestartet. Schöner Schuss. Ich glaube, die Spallen wird am Ende die Endlösung bleiben. Tante? Oh, Grabglocke. Tante, es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Guck mal hier, das ist so ein Audiolog. Die heißen noch anders. Boni, man, die sammeln. Das ist quasi Sammelobjekte. Ja. Ich verstehe. Toll. Der Ort hat mich noch nicht umgebracht. Diese Vertrauen, die ganze Zeit gestärkt wird, ob wir gar nichts machen. Okay, lila, das ist eine Knallpistole. Interessant. Bei dir auch eine gewesen und es ist auch random. Wo meinst du? Hier in der Kiste? Ja. War eine Liter Schrotfinder bei mir. Okay, dann ist es random. Mach mir da random. Gut. Ja. Mal kurz gucken. Aber bist du wieder Level 1? Kannst du mal gucken? Nee. Bis Level 2, oder? Die fragt sich nur, ja. Monster du hast auch eine Fähigkeit immer noch. Gefressen heißt, dass ich keine Prüfungen mache. Ja. Dann ist es ein Anzeigebug, weil bei mir bist du jetzt angeblich wieder Level 1. Seitdem okay. Das ist das. Du kannst die Sachen übrigens gleich verwerten, bekommst du gleich Geld, ne? Also musst du nicht vom Händler machen. Ah, okay. Weißt du, wer zuhört? Der Hollowman. Er hat uns die Helis auf dem Silbertablett serviert. Also schnapp dir diese verdammten Vorratskisten. Oder ihnen zuvorkommen. Gibt auch noch den zweiten Heli. Ja, ich weiß, man, Pink, das habe ich doch schon erkannt. Nee, Tobi, du musst es nochmal anhand von der, von einem Infodings mitgeteilt bekommen. So, okay, wir sollen die Vorratskisten jetzt holen. Warte mal, ich habe hier was gesehen. Wollen wir da mal hin? Ja. Und zwar habe ich gesehen, dass man hier runter kann. In so einen Tunnel. Das Wasser hat Orte erreichbar gemacht, die es nicht hey, sein sollten. Wir könnten deine Hilfe beim Aufbau einiger Unterschlüpfe gebrauchen. Je mehr Rückzugsorte es gibt, desto besser. Ah, okay. Wir könnten von dort aus auch die Stadt von den Monstern und diesen verdammten Kulten zurückerobern. Fliegt mein Rabe. Meine Freunde haben an ein paar Orten schon vorgearbeitet, aber ja. Wirklich sicher ist es dort noch nicht.
Wenn du einen siehst, schalte einfach den Strom ein und gib uns über Funk Bescheid. Ich kann deinen Fernseher mal anmachen, gell, Tobi? Ich glaube, können wir vergessen, Paul. Wieso? Die sieht doch alles rot. Das hieß doch, wir dürfen nicht ins Rote rein. Flieg los, Vogel. Komm mal zurück. Ich glaube, wir brauchen später was, um diese komischen Altäre zu zerstören. Dann geht es bestimmt. Das ist hier so ein Vampirversteck. Deshalb. Also ich glaube, wir kriegen Schaden, wenn wir reinlaufen. Ich habe das noch nicht getestet. Ah, okay, Irgendwas ist passiert. Du hast getestet, gut. Ich habe mich für unser Team geopfert. Ich bin infiziert. Ich glaube, dass das später erst relevant wird. Ja. Deswegen sage ich ja, das meiste schaltet sich ja mit Hauptmission frei. Aber jetzt mal. Aber ich habe jetzt meine erste charakterbasierende Waffe gefunden. Eine Sniper. Ich glaube, das. Ich hasse sowas. Achso. Ich glaube, dass das nicht unbedingt ist. Ich glaube, ich kann auch eine Sniper finden. Also, es wird nicht um die Charakter abhängig sein, oder? Weiß ich nicht. Weil ich hatte im Trailer hauptsächlich Shotguns und trotzdem findet man hier 5 Schauende, also. Kommen wir jetzt dahin? Ich glaube, okay, Fallschaden habe ich bisher noch keinen gemerkt. Wie damals beim Sport. Korrekt, gibt keinen Fallschaden. Ich würde es aber trotzdem nicht riskieren. Da, Unterschlupf. Unterschlupf gefunden. Shade Tree Heights. Dann lass mal was sehen. Die Bluttrance entschwindet. Dagegen gilt nur eins. Ist der Typ? Er teleportiert. Ach, da oben. Und hier kann ich auch mal gehen, oder? Ja. Nice. Ich bin unaufhaltsam. Ist das so, ja? Jawohl. Hacken. Warte mal. Mach mal. Ah, Verkabelungsgitter. Aufpassen. Wo kommen die denn her? Oh. Willkommen, Hello Mans. Wow. Ha. Die Kultisten aus der Funkübertragung. Vielleicht stelle ich mich mal vor. Ja, wir sind das Begrüßungskomitee. Scheiße! Scheiße! Entdeckung! Wow, es ging jetzt schnell. Hier drüben, schnell! Ich habe gerade versucht, auf Z zu drücken, aber ich check die Fähigkeit von mir noch nicht so ganz. Ich kann aber, wenn ich liege, noch schießen. Ja. Oh oh. Verpiss dich! Noch nicht tot. Der Bombenschild, nice. Tobi, wir werden beste Freunde. Eine ganz blöde Frage, wie kann ich denn. Achso, mit Kuh. Ach, war bitter nötig. Ich
muss mal ganz kurz meine Fähigkeit testen. Was? Ja. Oha. Annemaya Umbrella. Okay, also ich muss mal einmal Z drücken. Ich wollte mich gedrückt halten, dann hat es das Kleid weggemacht. So hätte ich es nämlich überlebt jetzt gerade, wenn ich es von vorher gecheckt hätte. Also du musst gedrückt halten, ansonsten macht es das weg. Nee, ich muss nur einmal drücken. Ich habe es gerade gedrückt gehalten, hat es gleich wieder weggemacht und dann wurde ich abgeschossen. Ich hatte ihn ja kurz offen, weil ich eigentlich die Schüsse weg... Weil genau so Situation ist der Schirm halt gut. Ja. Aber guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Veredelungskit gebraucht, um hier diesen Unterschlupf freizuschalten. Stimmt, hast recht, du wolltest mir das jetzt herbekommen. Ja, gute Frage. Ach, Dietrich wäre hier noch gewesen, also es gäbe die beiden Möglichkeiten. Aber wenn man die keins von beiden hat, dann hat man halt gelost. Ah ne, hier liegt eins, Fabi. Vergiss es. Aber man findet die schon, wenn man möchte. Okay. Jede Unterkunft bringt neue, schaltet neue Nebenmissionen frei. Gegen Waffen und Munition und so. Okay. Stuff, stand da gerade im Tutorial-Text. Ey, die, also was schon mal Pluspunkt auf jeden Fall ist die Mucke, ey. Für Trap-Fans, für Trap-Liebhaber ist ja einiges drin. Ich bomb hier die ganze Zeit so mit. Hier können wir ja machen, oder? Bildwetter Nachschub machen wir doch gleich. Jo. Vorder den Nachschub an. Okay. Sonst Laser. Aktiv ist er jetzt. So. Okay, schauen wir mal. Eins, was mich ein bisschen aus dem Ganzen hier rauszieht, ist diese Mini-Ladezeit, wenn du in den Unterschlupf gehst. Hätten wir auch flawless machen können heutzutage, oder nicht? Ja. Mach's einfach auf und direkt rein. Ich meine, die PS5 und Co. können das ja auch. Ist ja nicht mehr für die alten Konsolen entschieden. Shit. Flieg los, Vogel. Was? Achso, ist ein bisschen verwirrend. Die Mission, die uns jetzt angezeigt wird, ist die Hauptmission. Achso. Du kannst die nämlich aktiv und deaktiv setzen, damit du nur die angezeigt, die du sehen willst. Also müssen wir jetzt quasi zurücklaufen da. Eigentlich müssen wir hier hin. Ja. Wenn wir die jetzt zuerst machen wollen. Ja. Wollen wir? Ja. Wie wäre das dann beides Gold leuchtet, obwohl du die Quest verfolgst? Wahrscheinlich kannst du halt alle verfolgen. Also außer dass sie kurz ächzt, habe ich bisher noch nichts gemerkt, dass irgendwie Fall irgendwas machen würde. Also ich glaube, dass man diese Blutdinger da später wegmachen kann, wenn man einen Weg findet, diese komischen Kultstätte da zu zerstören oder was es da ist in der Mitte immer. Ja. Dann guckt dieser Nebel herum, um den Nebel herum steht da immer so dieses komische rote Teil. Ja. Ich glaube, wenn man das zerstört, dann ist der Nebel weg. Das geht wahrscheinlich erst mit einer Fähigkeit oder so. Ich hab hier einen, den könnte ich ausschalten. Typ ist ein Boss. Ja, auf sie! Könnten ja. Wenn du den anderen noch holst. Jawohl. Gut so. Hinten waren noch zwei. Können wir eigentlich auch Stealth holen, oder? Was meinst du? Ja, guck da halt hin, ne? Da wäre schon blöd, wenn er uns jetzt nicht sieht.
Ups. Das ist so ein fetten lila Dings auspacken. Oh. Du sollst auf mich schießen und nicht irgendwas anderes machen. Oh Gott. Okay. Man hält deutlich weniger aus, auf jeden Fall als gedacht. Aber gerade habe ich den Schirm gut genutzt. Da müssen sie schon deutlich mehr bringen. Ich hatte ihn jetzt offen, weißt du, dachte ich mir jetzt halt, lausch auf ihn zu, bringt der jetzt eh nichts mehr. Ist echt komisch, dass die KI das nicht merkt, wenn man nie mehr ihnen eine Fähigkeit zündet, so. Schon besser. Okay, jetzt kommen da anscheinend die Nachschublinge herunter, ja. A drop. Wir sind zu weit auseinander. Okay, wenn er das sagt, sollten wir auch wieder angehen. Wenn man sich zu weit von einem entfernt, verliert man also Vertrauen. Das ist gut zu wissen. Wenn wir mal gucken, wo das Ding runterkommt. Das müssen wir ja doch eh für die Nebenmission. Ach, Schatz, die wäre schon vorbei. Nee, jetzt müssen wir sie noch einsammeln. Wir haben es angefordert. Ah, okay, gut. Problem ist nur, dass wir hier jungen Vampir. Ja. Das Lude. Eine Gedenktafel. Gibt's viele von auf Redfall. Alter. Tragbarer UV-Strahler. Gibt auf Redfall noch andere Dinge, die empfindlich auf das UV-Licht reagieren. Neben den Vampiren. Ist das ein Hinweis? Oh, Vampir. Ich würde ihn ja ganz gern gleich mal ausprobieren, oder mal. So. Okay, also stand ihn nur. Keinen Schaden. Aber es ist schon vorteilhaft, ne? Dann haust du es mit der Wache weg. Boah, Gott! Ich glaube, ich habe deren Staub im Mund. Schmeckt's? Klärung des Sheriffs. Ja. Gut, Vorteil am Essen ist halt, es tut keine Medikitskosten, wenn er es nimmt. Alk von das Essen eigentlich manuell essen oder Nee, stoppst du dir einfach rein, bis dein Lebensenergie voll ist, glaube ich. Aber ja, die Donut, ich sammle zumindest auch weiter Essen ein, wo ich schon voll bin. Ja, deswegen ja. Gute Frage. Das Spiel verrät's nicht. Diesen Safe soll ich den aufmachen? Ich habe hier eine Vorratskiste aufgemacht. Kannst du mal schon mal reingucken. Elektrische Pistole. War bei mir goldene Pistole dran. Ja. Nett. Okay, ich habe jetzt noch zwei im Besitz, zwei Tische. Ja, mach ruhig auf, wenn du möchtest. Hier lag auch noch ein D-Tisch, also man findet die auch sehr oft. Deswegen kannst du die ruhig.
gut so. Leg dich mal ein bisschen ins Zeug. Jeff? Ich hab keine. Ja, ich bin so dran gewöhnt, dass man da die ganze Zeit wieder Waffe wechseln muss, die Flock hört. Dass sie das nicht automatisch macht. Flockwerfer, okay. Kann auch die Vampir-Entfernung killen, danke. Okay. Ich habe übrigens die Diegel als Pistole, die goldene. Okay. Langfristige Zuschauer wissen, dass ich Diegel sehr gerne mag. Joa, es ist die Frage, ob wir jetzt zuerst mal zu dem gehen, was in der Nähe ist. Joa. Ich würde schon sagen. Spannabzug-Revolver. What? Also klettern können sie bis zu einem gewissen Maße. Monster! Auf 12! 11 Uhr! 11.30 Uhr! Ich sehe ihn. Ah ja. Dann lass mal was sehen. Erwischt! Ich lebe noch. Wow. Stirbt einer, das ist scheiße für den Rest. Nicht so weit. Jo, Pickman, was geht? Da ist es. Das Zeug, das die Kultisten rotten. Ich sag Anna Bescheid. Dann kann jemand das Zeug abholen. Dass es hier Vorräte gibt. Vorher sollte ich mir aber noch den anderen Hubschrauber ansehen. Warum reden wir jetzt beide? Wir wollen beide was sagen. Durchgefunden, sehr gut. Nee, da geht er die ganze Zeit vom Vampir. Oh. Noch mehr Kultisten? Oh, die sind sowas von drüber. Da hinten leuchtet ein Vampir. Das ist nicht das so gesundes. Kultisten da vorne. Ja. Gott, ich hasse diese Typen. Wir kommen hier aber nicht rein, ne? Nee, mir gerade aufgefallen.
Naja, dann schon die nächste Abschnittstelle, dann kommen wir jetzt eh an dem Vampir vorbei. Glaube ich. Der leuchtet. Hier oben kommt man rein. Cool. Kletterrätsel hier. Hallo, ich sehe jemand. Ich sehe dich. Fabi. Hä? Mach sich fertig. Lol. Der holt Hilfe. Team safe. Er ist gleich wieder hier. Leg dich mal ein bisschen in. Maus im Auge gegeben, statt im Block. Ich bin unaufhaltsam. Okay, einer ist noch hier unten im Haus. Der war Fabergé, ey. Der macht doch. Klopapierrolle bringt 75 Münzen. Leg los, Vogel. Ja, was? Klopapierrolle bringt 75 Münzen. Ja gut, in Zeiten von Corona, ne? Ich glaube, die haben ein schlimmeres Problem als Corona. Da war eine Klorolle wahrscheinlich 8,75 Euro wert. Gar nicht, wie ich darauf komme, dass die große Probleme haben. Ich bin schon voll an die Tischen hier unten, liegt noch eine. Ah, okay, deswegen war hier die Schuss. Lila Flocke wäre. Kein Wolver. Also Munitionsprobleme habe ich bisher noch keine gehabt. Hast du die Eichhörnchen aufgesammelt? Welche Eichhörnchen? Die Figuren hier. Ja, ich habe hier alles, was hier stand. Auf jeden Fall. Weil die werden instant verkauft. Ist auch 150, glaube ich, war das pro Figur. Ja, Seil und Chor ja auch. Also alles, was wir hier normal einsammeln. Klappt auch der WS, oder? Ja. Der Hello Man. Möchte gern. Eine Dublone hat er dabei. Ihn scheint besitzt das Ei. Ja, Fabergé. Ich will eigentlich den markieren und nicht den Punkt. Feinde in Reichweite. Ah ja. Dieses stumpfe Punk. Ich weiß nicht, ob der gesund ist. Dann binden wir dich jetzt mal ein bisschen an. Blockwerfer, bam. Sehr gut.
Alles sauber. Man, wir sind schon Vertrauen Level 0 auf Stufe 1. Ich sehe was, was du nicht siehst. Alter. Der Flockwerfer auf dem Menschengegner ist auch fies. Oder doch? Lol. Ein bisschen Parkour geht das. Kultisten? Warum sehen die alle so aus? Das macht mich kirr. Deswegen. Problem ist nur, wenn ich den Schirm aktiviere und die dann nicht auf mich schießen. Achso. Dann bringt mir das nicht viel. Ich mache dann trotzdem noch Schaden. Ich kann die Schüsse nicht zurückleiten. Okay. Mal sagen, ich mag die Kräfte von ihr her. Schon cool. Nämlich so ein bisschen an Dr. Strange tatsächlich inzwischen. Oder auch so. Mal ein Sturmgewehr oder so. Ich hab so Pistolen. Wie viele waren das? Nicht genug. Ich habe schon gesehen. Weiß ich, wie ich darauf komme. Ach cool, das Sturmgewehr hat auch einen Flock dran. Gut, so. Bremsen Sie eigentlich gerade? Wandern, dafür bin ich nicht angezogen. Wir wollen eine große Abtischstelle, deswegen wandern wir ein bisschen. Ah. Was ist das denn für ein Punkt? Das ist die Nebenmission. Aber da können wir ja zurück schnell reisen, ist ja der Vorteil davon. Mich steht aber Hauptmission. Bei Nachschub. Da will die Bälle bei der Nachschub ein, 1 von 2. Das ist aber eine Unterschlupf-Quest. Wenn du so eine Mission guckst, siehst du das. Unterschlupf-Quests sind vielleicht auch Hauptmission, keine Ahnung. Ah, ich weiß, das ist deswegen eine Hauptmission, weil das innerhalb der Hauptmission aufgegeben wurde. Weißt du? Ah, okay. Die laufen übrigens, also die KI, also die Wegfindungs-KI ist schon ziemlich am Arsch. Das muss man einfach kritisieren. Die laufen hier die ganze gegen die Wand. Ja. Ist da jemand, der nicht hier sein sollte? Ja, gut, eh nichts. Hallo. Haben Sie was gesagt? Hallo. Dafür mag ich meine Fähigkeit halt. Einfach zack und dann drauf zugehen. Die gucken nur dumm, anstatt zu schießen. Was sie eigentlich sollten. Wie das Game bisher ist. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Aber also Vollpreis. Ja, würde ich jetzt nicht zahlen. Es gibt hier ein paar Mankel, muss man sagen. Darunter die KI, die ist übelst stupide. Das ist die erste Kritik. Und Texturen könnten, finde ich, dafür, dass hier alles auf Epi steht, auch höher sein. Aber an sich, also bisher macht es Spaß. Vor allem, wenn man es zu gut spielt. Also was auf jeden Fall positiv ist, ist auf jeden Fall das Shooter-Gameplay. Das macht echt Spaß. Die Waffen sind echt wummig und so. Das wahrscheinlich nicht. Das ist echt cool. Das Schießen. Gut, aber ich würde sagen, wir beenden die zweite Folge, weil die ist schon überlängert. Danke fürs Zuschauen und nächstes Mal klettern wir weiter hoch. Bis dann. Ciao.
Neath the blackest, direst day.